Herzlich willkommen, eure Freunde, zum Finale von Minecraft Dungeons. Ich hatte gerade fast meinen Laptop runtergetreten, aber ich konnte ihn noch rechtzeitig auffangen. Cool, ne? Ja. Gestern haben wir... Hallo? Okay. Warte, wir rennen nochmal hier, machen nochmal so eine Rakete. Und dann gehen wir hier nochmal gucken. Ja, cool, ne? ZR. Festland. Hä, was? ZR ist das hier. Ah, guck mal, dann machen wir es halt so. Dann sehen wir jetzt halt nicht den Obsidian-Gipfel, aber ist in Ordnung. Wir haben eine Kraft von 35, unser Level ist 29. Ja, ich hoffe, wir werden da durchkommen. Denn es könnte, glaube ich, das Finale sein. Es sei denn, es werden neue Level freigeschalten. Direkt. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall die Schildtypen wieder da. Gargoyle sieht man auch im Hintergrund. Bin ich gespannt. Sogar ganz schön viele. Der Erzilliger ist auf den Befestigungswall von Burg Hofblock geflohen, aber er kann nicht weit gekommen sein. Beeile dich und kämpfe dich bis zum höchsten Turm durch. Der Erzilliger und seine Terrorherrschaft finden heute ein Ende. Ich habe gestern, also heute, geträumt, dass ich eine Deutscharbeit schreibe. Und ja, das Thema war... Was war denn das Thema nochmal? Muss ich kurz nur überlegen. Also ich weiß, was ich geschrieben habe, ja. Ich glaube, irgendwas mit Ausgrenzung oder sowas in der Art. Vielleicht wegen den komplett... Vielleicht kann das für mein Gedanke wegen den, wegen USA und so, ne? Aber auf das Thema wollte ich eigentlich hier gar nicht drauf... ne? Gar nicht antreten. So, hier ist eine Sackgasse. Warte mal, da hinten ist auch so ein Ding. Achso, oh, Sprungbrett. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ja. War auf jeden Fall ein interessanter Traum, Leute, wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Wie viele Truhen gibt's hier? Ein Geheimnis und 7, okay. Ich sehe auch, wir haben auch eine Claymore bekommen. Wie kämpfst du? Oh, du bist aber langsam. Oh, du bist ja richtig langsam. Nee, dich will ich nicht, sorry. Oh, das ist ja jemand. Noch eine Claymore. Hui. Oh. Hier. Ach ja, stimmt, das PlayStation-Event wurde abgesagt, habe ich auch erst gestern Abend dann erfahren. Als ich gewartet habe, Leute. Als ich gewartet habe. Okay, ich muss... Okay, jetzt ist er eh weg. So, und dich mache ich auch weg. So. Haha, von hinten. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ich habe schon wieder mir angewohnt, dass ich immer A spamme. Aber ich kann es, wie gesagt, drücken lassen. Vielleicht mache ich das auch wieder. Ich muss mich mal wieder dran gewöhnen. Oh ne, warte. Erstmal dich weg da. So, und jetzt hier. Bam, bam, bam. Ich kann mir hier durchfallen. Nee. Sehr schön. Hier ist ja gar nichts. Hallo? Wie ich überhaupt? Machst du da? So, hier ist keine Hexe, ne? Oh doch, ist sie. Oh, sogar zwei. Sogar zwei. Ich habe Lucifer Staffel 4 gestern fertig geschaut. Ich habe außerdem auch noch Schloss Einstein. Staffel 17 bis 19 geschaut die Woche, beziehungsweise schon übers Wochenende, aber die Folgen, die sind auch relativ kurz, mit 20 Minuten, da kriegt man auf jeden Fall schnell die Staffeln voll. Ich komme meinem Ziel immer näher mit den 100 Serien im Jahr, Leute, im Jahr, Leute. Ich bin, glaube ich, fast bei 70. Mittlerweile. Also Serien, Staffeln, ne? Und ich habe nur die Staffeln
aufgezählt, die ich auch durch habe. So, da oben haben wir die. Bam, bam. War hier hinten noch jemand? Ja, ach nee, da unten. Da unten. Springen wir erst. Oh, er ist gesprungen. Er ist gesprungen. Eine finstere Rüstung, okay. Und ein Bogen. Aber auch schlecht da. Alles nicht ganz so gut hier. So. Ach man, ihr seid ja, also weiß ich nicht, ja. Also das sind hier irgendwie noch nie große Gegner gewesen. Ich glaube, die gefährlichsten sind für mich persönlich immer. Och nee. Immer noch die Creeper. Denn die machen echt viel Schaden. Bisschen, oh, too much. Sogar manchmal. Okay. Was ist denn, wenn ich hier runterspringe? Kann ich hier runter? Ich würde es trotzdem ganz gern probieren. Oh Gott. Achso, wow. Wow. Das war ja toll. So, hier. Axttyp am besten erstmal weg. So. Oh, da hinten haben wir auch ein paar. Oh nein. Huhu, okay. Oh, ich hätte den Trank gar nicht trinken müssen. Denn da lag, da wäre ein Apfel gespawnt. Achso, also das bringt auch nicht viel. Okay. Super. Super, dass wir das schon mal gescheckt haben. So, hier, bitteschön, Leute. Ihr seid auch weg. Weg vom Fenster. Und du auch, du verzauberter Trottel. Eine bessere Armbrust. Das lese ich doch gerne. Was ist denn noch? Hä? Wieso wurde ich da runtergepustet? Wir müssen hier, ne? Ich glaub schon. Ich wurde einfach runtergepustet. Ich weiß nicht wie. Ich stand hier und dann wurde ich runtergeboostet. Naja, wir gehen mal rüber. Achso, toll. wir gucken uns mal kurz den Bogen an. 6, 67. Ah, macht aber. Weiß ich nicht. Und hat nur eine Verzauberung. Nee, die will ich nicht. Die will ich nicht. Guck mal, wir könnten heute auch Stufe 8, Stufe 30 mitbekommen. So. Ging auf jeden Fall gut plus, wenn wir hier die Leute besiegen. Kommen da noch mehr? Ja, da kommen noch mehr. So. Hahaha. Oh Gott. Warte, da muss ich mal eben hier angreifen. So. Oh Gott. Den will ich haben, danke. Den will ich haben. Und du kannst auch noch weg. Hui. Oh Gott, eine Giftwolke. Oh mein Gott. Womit habe ich das denn verdient? Okay, damit kämen wir wieder nach unten. Ich dachte, kurz da unten, da wäre ein Dungeon gewesen, aber es ist nur ein Fenster. Ich habe noch keine Truhe gefunden. Doch eine. Wow. Wow, wow, wow. Jetzt auch nichts. Okay. Erst die Magier, danke. Und dann kurz Rückzug. So. Super. Sehr schön. Danke für die Items. Oh Gott. Er ist stärker geworden. So, jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich dich locker easy besiegen. Okay. Achso, wir müssen ja also die Schalter hier betätigen. Das ist ja jetzt nicht so die große Aufgabe. Das schaffen wir, glaube ich. Warte, was ist da gespawnt? Nichts. Okay. Muss nur mal sicher gehen. So. Super. Haben wir hier eine schöne Treppe. Treppe. Aufstieg. Plattform, Plattform. Eine Plattform ist hochgekommen. Oh Gott, mein Handy fällt gleich runter. Uhuhu, weil ich mit den Füßen herumspiele. Hihihi. Hihihihi. So, ich bin gespannt auf den Fight jetzt hier. Witz. Oh, Witzung, oder? Oh ne, ich hasse Redstone. Ah, ich werde angerufen. Ich kann aber gerade nicht. Ich kann gerade nicht.
Oh Gott. Bam. Nee, ich kann gerade nicht. Hallo Handy, ich kann gerade nicht. Ich versuche gleich zurückzurufen, wenn ich dran denke. Es ist der Telekom-Typ. Ich hoffe nicht. Meine Mutter ist so zu Hause, oder nicht? Okay. Das ist der Telekom-Typ. Ich hoffe nicht. Ich muss mal kurz hier nachgucken. Ich hoffe nicht. Hat mich die Nummer schon mal angerufen. Da gucke ich jetzt als erstes. Unbekannt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Meine Mutter ist doch da oder nicht? Keine Ahnung. So. Okay, wir gehen mal hier rein. Magier, wo? So, wo ist der Magier? Ich weiß es nicht. Oh nein. Och nee, ich hasse den. So, komm mal her bitte, Magier. Oh Gott. So. Oh Gott. Ich muss mal eben Mailbox gleich abhören. Aber erstmal möchte ich den dann noch besiegen. Danke. Super. So, kann ich hier eben stehen, damit ich die Mailbox abhören kann? Wir sehen uns gleich wieder. Okay, es war nur der Telekom-Typ, der hat mir kurz Bescheid gesagt, in 15 Minuten ist er da. So. Okay. Dann ist es ja in Ordnung, Leute. Sorry, ja. Ich hoffe, ich denke daran, das rauszuschneiden. Wenn nicht, dann lag es an meiner Faulheit, wie immer. Denn ich bin sehr, sehr faul, was das Schneiden angeht. Vierte Stunde ist doch 15 Minuten, ne? Wie nennt man denn nochmal 45 Minuten? Dritte. Ne, in der dritten Stunde. Oder? Ja, irgendwie so glaube ich. Irgendwie so. Ich lege aber meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer tatsächlich. Denn so genau weiß ich das nicht. So, oh, noch eine Rüstung. Ach man, ich bekomme hier nur blöde Rüstungen. Bitte. Bitte, bitte, ich will mal wieder was Cooles haben. Ich meine, ich glaube, wir haben schon das coolste Equip eigentlich mittlerweile. Und ich bin gespannt auch auf neue Waffen. In den schwereren Dingern. Alter. Oh Gott. Jetzt aber. So. Die kriege ich ja so weg. Also, habe ich irgendein. Oh, da hinten hätte ich vielleicht ein Stück Raum vergessen. Ich hoffe, das verzeiht mir das Spiel. Obwohl, da ist noch ein Gegner. Ach komm, dann machen wir den auch noch. Ich meine, komm, ist der letzte Part. Ja, da will ich doch hier auch 100% mal schaffen, oder? Ja, ne? Seht ihr auch so, oder? Ja, bestimmt.
So, ist sie was? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber der Dungeon ist eigentlich ganz schön. Also, wo wir jetzt gerade sind, hier. Auch wenn ich es, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden hätte, wenn wir direkt im ersten Schloss gegen den gekämpft hätten. Beziehungsweise, falls wir überhaupt gegen den Erzvillager kämpfen. Erzvillager. Ah, guck mal, hier geht's auch noch. Achso, da ist der Hauptweg. Ne, da wollen wir noch nicht her. Gehen auch hier hinten hin. Hier ist noch eine Vase. Und das war's. Okay. Oh. Da ist jemand. Lol. Wo kam der denn? Der stand vorher nicht da, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, okay, hier geht's wieder raus. Ist hier keine Truhe oder so? Nee, als ob. Als ob hier nichts ist. Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Okay. Warte, haben wir den Weg da jetzt übersprungen oder was? Nee. Nee, da kam gar nicht erst her. Okay. Okay, okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, die Musik wird ein bisschen düster. Oh Gott. Schon wieder so ein Viech. Oh, guck mal. Also, meine Pfeile, ne? Die sind schon ziemlich heftig. Die sind schon gut. Aber auch wieder kein Dings. Verstehe ich nicht, Leute. Wo sind die Kisten hier? Ach man, bestimmt diesen Ort, wo wir nicht hin können. Oder ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen müsste. Wo geht's hier denn lang? Oh, da ist noch einer. Oh, hier, bitteschön. Ja, komm. Weg mit dir. TNT, okay. Ist in Ordnung. Aber was hast du da hinten beschützt? Das ist meine große Frage hier. Oh, da ist noch einer, oder was? Oh, Alter. Oh. So, komm. Als ob man hier nirgendwo drüber dingsen kann. So, jetzt aber hier. So, bitteschön. Oh Gott, ich hab fast überhaupt keine Pfeile mehr. Soll ich die mir eigentlich aufbewahren? Herzdieb. Hört sich auch interessant an. Ich glaube, ich muss die mal besser aufbewahren, weil sonst sieht es nachher schwer aus. Hier ist einfach nichts. Was ist das denn hier bitte? Was ist das denn hier bitte? Ach Mann, ey. Das nervt mich ja hier. So, weg mit dir. Und so. Bam. Bam. Und hier auch. Super. Oh. Okay, ich sehe noch keinen Magier. Denn die sind immer am schwierigsten. Also die muss man immer direkt als erstes machen. Sonst sieht es echt schwer aus. So. Machen wir dich weg. Die sind irgendwie hier eh AFK, Brain AFK. Den Apfel nehme ich mir mal. So. Ach man, ich liebe diese Glebe, Leute. Ich kann es nicht oft genug betonen. Okay, da ist nichts. Heißt, ich muss hier runterspringen, okay. Und bam machen. Sehr schön. So, hier können wir dann wahrscheinlich wieder da nach da oben, richtig? Kann man hier runterspringen? Ja, kann man. Sehr schön. Hallo. Bim, bim, bom. Solange hier keine Creeper sind, brauche ich eigentlich die Pfeile auch nicht. So. Aber ich würde ganz gerne noch mal ein paar Pfeile aufsammeln. Also, mir kommt es irgendwie vor, als ob wir hier sau viel übersehen hätten. Denn
dass ich hier kaum Kisten kriege? Das ist ja ein Witz, oder? Weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß es echt nicht. So, kommt mal her hier. Ihr klein. Ihr klein. Kleinen Dinger hier. So, hier. Meinst du, man kommt darüber? Oh jo, kommt man sogar. Ui, oh Gott. Das war knapp. Als ob hier einfach auch nichts ist. Das ist doch... Ich weiß noch nicht, was ich halten soll. Ja? Hier ist auch wieder gar nichts. Ach, wir haben 3 schon geöffnet. Okay, fehlen trotzdem noch 4 Leute. So, okay, da oben sieht es nicht so aus, als ob da schon der Boss wäre. Oh nein, jetzt habe ich einen Pfeil... gedingst. Ach man, das wollte ich doch nicht. Musste kurz, meine Nase juckt. Meine Nase juckte. 21 Minuten sind wir schon, okay. Haben wir vielleicht die Hälfte geschafft, vielleicht auch schon mehr. Wir gehen ja gerade hier wohl schon den Gipfel echt weit hoch. Und hier ist irgendwie gefühlt niemand mehr. Oh. Gut. Oh, da sind die Gargoyles wieder. Aber ich dachte, das ist mein Gegner. Ist ja eben, die werden gleich... erweckt. So, wo bin ich hier? Hallo? Oh Gott, eine Falle. Oh oh. Oh Gott. Hui. Okay. Und wohin springt der mich? Ah, dahin. Okay. Okay, okay, okay. Ich halte mal hier. Oh Gott. Oh mein Gott, mache ich viel Schaden. Bam, bam. Okay. Oh. Ah, stimmt. Ich muss auch auf den da aufpassen. Wo ist er denn? Aua. So, komm, weg. Weg mit dir. Was macht er jetzt? Kann ich ihn auch so? Nee, kann ich nicht. Oh Gott, was ist das denn da jetzt für ein Viech? Aua, aua, aua. Oh nein, komplett daneben. Trank. Trank, Trank, Trank. Hier, hier, hier. Oh nee, aua, aua, aua. Hat das überhaupt was gebracht? Weiß ich nicht. Also irgendwie. Ich kann mich auch nicht zurück. Hui, ich spring mal runter. Okay, ich muss mal ganz kurz warten, bis ich hier L drücken kann. Füllt sich seine Lebensbase wieder auf? Nee, ne? Oder doch? Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ich glaube, ich bilde mir das ein. Okay, wir können wieder L. Y ist ausgerüstet. Wo ist er? Da ist er. Hahaha. Ha, ha. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo. Okay. Meine, es ist echt schwer hier. Ah, cool. Ich habe nochmal Schaden gemacht. So. Oh Gott. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Wo ist er? Da ist er. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh mein Gott. Was haben wir bekommen? Ein leeren Ufer. Was? Oh. Sorry. Ich habe nicht aufgepasst. Zieht Gegner heran. Oh, das finde ich aber eigentlich nicht ganz so cool. 70. Schießt die? Achso, ich kann gar nicht schießen. Dann rüsten wir erstmal noch so lange die aus. Okay. Ist er jetzt schon wieder entkommen oder was? Oh, da ist er schon wieder. Hallo. Aktivieren. Oh Gott, ich habe Angst. Okay, ich bin bereit. Mein Stein. Oh, so. Oh, der Stein ist tot. Erz-Illager, der Feind der Dorfbewohner, wurde besiegt.
Große Helden haben das Land gerettet und das Böse vernichtet. Dank euch ist alles wieder gut. Jedenfalls vorerst. Oh, vorerst? Oh, oh. Oh. Der Stein. Er puzzelt sich zusammen. Aber Yugi kann das doch nur. Nur Yugi kann so ein Puzzle lösen. Yugi-Oh! Okay, cool. Haben wir durchgespielt. Das ist natürlich mega cool. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich den Abenteuermodus freigeschaltet. Freigeschaltet. Abenteuermodus freigeschaltet. Erschalten? Freigeschalten? Oh Gott, ich war schon so lange nicht mehr in der Schule. Ah, das ist der Abenteuermodus. Super. Cool. Ah, guck mal. Jetzt sind die Häkchen auch weg. Außer vom ersten Dungeon. Das ist auch sehr schön zu wissen. Empfohlene Kraft 33. Wie weit geht das denn? Bis 62, Leute. Also nochmal doppelt so viel. Finde ich cool. Und vielleicht sind wir auf Level 30 schon. Oh ja, sind wir. Haben wir auch einen Verzauberungspunkt bekommen. Ich würde aber eigentlich den hier mal eben einmal testen. 84. Boah, der ist aber nie. Hallo. Der ist aber nicht sehr schnell tatsächlich. Guck mal. Mit dem mache ich schon mehr Schaden, wenn ich hier nur so mache. Ich glaube, ich bleib dann erstmal bei denen. Es tut mir leid. Du bist auch sehr, sehr cool, aber nee. Okay, Leute, dann werden wir morgen den Creeper-Wald machen, denke ich. Oder gibt es auch was Neues? Wir müssen mal gucken, auf welchen Schwierigkeit. Wir haben ja jetzt echt noch kein wirkliches Equipped, deswegen würde ich 62 erstmal ausschließen. Vielleicht fangen wir morgen mal erstmal mit geschmeidigen 39 oder 45 an. Genau, das ist der Plan. Gibt es jetzt überall neue Sachen? Tatsächlich, überall gibt es neue Sachen. Das ist ja cool. Da auch. Hier auch. In meinem Lieblingsdungeon auch zwei neue. Eine Sense erkenne ich da unten links. Oh, sehr cool. Auf jeden Fall, da freue ich mich. Abenteuer ändern. Ah, jetzt kann man hier auch ändern. Okay, cool. Finde ich mega cool, wirklich. Endgegner hat auch nochmal zwei neue Sachen. Kellergeschoss, cool. Ja, Leute. Dann war es das mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Obwohl, warte mal, wir könnten noch hier durchrennen. Und gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwo was Neues wieder gibt. Wir schauen mal hier in unser Haus. Auch wenn wir kein Haus haben hier. Ne, hier ist nichts. Vielleicht hat sich die Brücke endlich geöffnet. Oh, guck mal, hier sind Sprungfelder. Okay. Hier waren wir ja noch gar nicht. Da ist eine Truhe. Mega. Sehr gut. Warte, ist dahinter vielleicht auch noch was? Meine, man kann da hergehen. Ne, da ist nur ein Berg. Okay. So. Gehen wir mal hier durch. Hier kommt man dahin. Also, okay. Jetzt haben wir die Brücke hier auch fertig. Und hier haben wir eine Kirche. Boah, die ist aber lang, die Kirche. Oh, die muss... Die ist aber groß. Runen platzieren. Wie Runen platzieren? Habe ich schon Runen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wie sammelt man denn Runen? Runen, okay. Mal schauen, Leute. Gut. Genau, das hier wollte ich euch noch zeigen.
Weil, ne, wenn man die Story eigentlich einmal durch hat, dann müsste man da hinlaufen können. Und dann würde ich einfach mal frech behaupten, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.